بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، Willkommen nun zur neunten Angelegenheit. Und dies ist das Befolgen der sündigenden Gelehrten und der unwissenden Diener. Das heißt, das Folgen der Gelehrten, die Sündigen, und das Folgen von den Dienern, von denjenigen, die viel Anbetungen machen, die viel Allah dienen, die jedoch unwissend sind. Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah sagte, die neunte Angelegenheit, es ist das Folgen von ihnen, es ist ihr Folgen der sündigenden Gelehrten und der unwissenden der Diener. So kam er mit seiner Aussage: Ja, ayyuha alladhina amanu, inna kathiran min al-ahbari wal-ruhbani la ya'kuluna amwal an-nasi bil-batil wa yasudduna an sabilillah. Das ist die Aussage Allahs. O, die ihr glaubt, viele von den Schriftgelehrten und von den Mönchen, sie verzehren den Besitz der Menschen zu Unrecht und sie halten vom Wege Allahs ab. Und seiner Aussage: La taghlu fi dinikum ghayra al-haqq wa la tattabi'u ahwa'a qawmin qad dallu min qablu wa adallu kathira wa dallu an sawa'i s-sabil. Und übertreibt nicht in eurer Religion über die Wahrheit hinaus und folgt nicht den Neigungen von einem Volk, das bereits zuvor in die Irre ging und viele Leute in die Irre führten und vom richtigen Weg ab in die Irre gegangen sind. Al-Allama Al-Fawzan, Hafidahullah, sagte in der Erklärung zu dieser Mas'ala, zu dieser Angelegenheit, und es ist die neunte Angelegenheit von den Angelegenheiten der Jahiliyyah. Al-Allama Al-Fawzan sagte, sie argumentieren mit den sündigenden Gelehrten. Und der Sündiger und der Sünder ist derjenige, der außerhalb ist von der Gehorsamkeit Allahs, in seinem Wissen und in seinen Taten. Die sündigenden Gelehrten sind diejenigen, die nicht gemäß ihrem Wissen handeln oder über Allah lügen, obwohl sie wissen. Und wenn sie sagen, dies ist halal und dies ist haram, sie sagen, dies ist erlaubt und dies ist verboten, obwohl sie wissen, dass sie Lügner sind. Sie tun dies nur, um das zu erreichen, was sie begehren. Und sie folgen den Neigungen, sie folgen den Gelüsten unter dem Deckmantel und unter dem Vorwand, dass sie Gelehrte seien, dass sie wissende Leute seien. Und die Menschen vertrauen ihnen. Und die Sündigenden, der Diener, sind diejenigen, die handeln, die Allah dienen ohne Wissen. Und die Menschen vertrauen ihnen und sie sagen, dies sind rechtschaffene Leute. Sie beten viel, sie fasten viel, sie erwähnen Allah viel. So soll man sich nicht täuschen lassen, weder durch den Gelehrten noch durch denjenigen, der viel Allah dient, bis er aufrecht und gerade ist auf der Religion Allahs Azza wa Jal.
So wie Allah subhanahu wa ta'ala sagte über die Juden und über die Christen: Ja, ihr glaubt, viele von den Schriftgelehrten und von den Mönchen, sie verzehren den Besitz der Menschen zu Unrecht und sie halten vom Wege Allahs ab. Und die Aussage, ittakhadu ahbarahum, Waruhbanahum, Arbaben min dunillah. Sie nahmen ihre Schriftgelehrten und ihre Mönche zu Herren außer Allah. Und sagt Al-Allama al-Fawzan, und zwar ist dies so zu verstehen, dass sie ihnen das Verbotene als erlaubt erklären. Und sie sind ihnen dabei gefolgt. Und sie haben das Erlaubte ihnen als verboten erklärt. Und sie sind ihnen dabei gefolgt. So wurden sie zu Herren außer Allah. Wal-Iyadu Billah. Denn, dass man etwas als erlaubt oder verboten erklärt, das ist das Recht von Allah Jalla wa Ala. Und niemand hat das Recht, etwas als verboten oder als erlaubt zu erklären, gemäß seinen Gelüsten und gemäß seinen Zielen und seinen eigenen Interessen, um die Menschen zufrieden zu stellen und um mit den Menschen auszukommen. Und heutzutage gibt es viele Leute, die mit der Religion täuschen und sie erklären, das Verbotene als erlaubt, um den Menschen zu gefallen und um die Menschen zufrieden zu stellen, so wie sie dies behaupten. Und sie wenden Täuschungen und Tricks an. Und sie suchen nach Erleichterungen. Und sie lügen über Allah. Und sie sagen, dass Allah dies erlaubt hätte und dass er das andere verboten hätte. Nur um sich einen Vorteil, um einen Vorteil zu erlangen, der sich ihnen ergibt durch diese Person oder durch jene Person. Und dies sind die Sündigenden der Gelehrten. Und der Sündiger, der Sünder ist derjenige, der sich außerhalb befindet, außerhalb der Gehorsamkeit Allahs befindet. So wie Allah Ta'ala sagte, O die ihr glaubt, viele von den Schriftgelehrten. Und dies ist ein Ruf für die Gläubigen. Es ist ein Ruf an die Gläubigen, um sie zu warnen. Und die Schriftgelehrten, dies sind diejenigen, die Wissen haben. Und meistens wird es für die Gelehrten der Juden verwendet. Und die Mönche, Ar-Ruhban, die sind diejenigen, die Allah dienen. Und meistens wird dies über diejenigen der Diener der Christen angewendet. Und zwar die Mönche. Und das Mönchtum gibt es im Christentum. Und das Wissen ist bei den Juden. Jedoch, Allah ist zornig mit den Juden und die Christen, sie sind in der Irre. Und Allah hat uns angeordnet, in jeder Gebetseinheit, in jeder Raka'a beim Gebet zu lesen, Ihdina Sirat al-Mustaqim, Sirat al-Ladina an'amta alayhim, Leite uns den geraden Weg, den Weg derjenigen, denen du Gunst erwiesen hast, und nicht den Weg derjenigen, die sich den Zorn zugezogen haben, und nicht der Weg derjenigen, die in der Irre sind. Diejenigen,
denen Allah Gunst erwiesen hat. Dies sind die Leute, die Wissen haben und gemäß diesem Wissen handeln. Und diejenigen, mit denen Allah zornig ist, das sind diejenigen, die Wissen haben, jedoch nicht gemäß ihrem Wissen handeln. Und dies sind die sündigenden Gelehrten. Und diejenigen, die in der Irre sind, so sind dies die Mönche der Christen und weitere von denjenigen, die Allah anbeten ohne Beweise und ohne Argumente, die Allah mit Neuerungen, mit Bid'a anbeten und Irrlehren anbeten. Und Allah hat uns verboten, dass wir den sündigenden Gelehrten folgen und dass wir den irregehenden Dienern folgen. Und er hat uns angeordnet, dass wir die Wahrheit mit dem Beweis nehmen, mit den Beweisen aus dem Buche Allahs und mit den Beweisen aus der Sunna seines Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah, sagte: Derjenige von unseren Gelehrten, der verdorben ist, so gleicht er den Juden. Und derjenige, der verdorben ist von unseren Dienern, so gleicht er den Christen. Und so ist es wichtig zu verstehen, dass wenn man diese Verse von Surat al-Fatiha liest, und die wir viele Male lesen, dass man nicht denkt, dies gilt nur für die Juden und dies gilt nur für die Christen. Nein, es gilt dies ebenfalls für die Muslime. Es gilt dies für jeden, der Wissen hat und nicht gemäß seinem Wissen handelt. Und es gilt für jeden, der handelt ohne Wissen. So soll jede Person, jeder Muslim, soll sich in Acht nehmen, dass er gemäß seinem Wissen handelt. Und dass er nur handelt gemäß seinem Wissen. Und dass er nicht handelt ohne Wissen. Al-Imam Sufyan al-Thawri rahimahullah sagte: Al-Imam Sufyan al-Thawri, der verstorben ist im Jahre 161 nach der Hijra des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Er sagte: Ittaqu fitnat al-abid al-jahil wal-alim al-fajir fa inna fitnatahuma fitnatun likulli maftun. Nehmt Zuflucht bei Allah vor der Versuchung des unwissenden Dieners und vor der Versuchung des sündhaften Gelehrten. Denn ihre Versuchung ist eine Versuchung für jeden, der sich verlocken lässt. Und so soll man sich nicht täuschen lassen, dass eine Person viel auswendig kann. Es wird gesagt, diese Person, sie kann den Koran auswendig. Oder diese Person rezitiert den Koran. Diese Person rezitiert schön den Koran mit einer schönen Stimme. Und sie kann gut die Regeln des Tajweed. Oder jene Person ist ein islamischer Denker. Oder ist gebildet. Oder eine andere Person, sie hat starke Predigten.
oder eine andere Person. Sie kann gut unterrichten in einer guten Art und Weise und erklärt gut. Und der andere Prediger, er erzählt schöne Geschichten. Oder eine andere Person dient Allah viel und macht viel dicker. Jedoch, wenn alle diese Personen mit diesen Eigenschaften, die wir erwähnten, nicht die Grundlagen der korrekten Religion erlernte, gemäß dem Verständnis der vorzüglichen Generationen, dem Verständnis der Salafus Salih, und nicht nach diesem Wissen handelt, so nützt das dieser Person nichts. Und von ihnen sind die Schuyuch der Sufia, die Schuyuch der Jama'atut Tabligh, die abgeirrt sind vom Weg der Salafus Salih, die Schuyuch der Ikhwan al-Muslimin, wie Hassan al-Banna, Sayyid Qutb, Yusuf al-Qaradawi, und dergleichen. Sie sind keine Vorbilder. Vielmehr haben sie viele Leute in die Irre geführt, wegen ihren Neuerungen und ihrem Irrtum. Und von ihnen sind die Rufer der Hizbiyun, von denjenigen, die nicht korrekt erzogen worden sind durch die Gelehrten. Vielmehr wurden sie erzogen durch die Hizbiyun und die Schuyuch der Hizbiyun, wie die Prediger in Deutschland Hassan Dabbagh, Ahmed Abul Bara, Ibrahim Azazi, Abu Hamza Pierre Vogel, Marcel Krass und so weiter, von den Predigern und den Rufern, die sich nicht auf dem Weg der Großgelehrten befinden. Sie befinden sich nicht auf der gleichen Methodik. Sie befinden sich nicht auf der gleichen Methodologie der Großgelehrten. Sei dies in der Art und Weise der Da'wa, in der Art und Weise des Aufrufs zu Allah, in der Art und Weise ihrer Unterrichte, ihrer Art und Weise, wie sie mit den Leuten der Neuerungen umgehen. Dazu gehört, dass sie die Muslime nicht mit den Gelehrten verbinden. Vielmehr verbinden sie die Jugendlichen mit ihnen selbst. Jedoch folgen ihnen viele Leute, weil die Leute nicht unterscheiden können zwischen den Gelehrten und zwischen denjenigen, denen, die sich so darstellen, als wären sie Gelehrte, als hätten sie Wissen. Und in diesem Zusammenhang erwähnen wir die Aussage von Abdullah ibn Mas'ud, als er sagte: Innakum fi zamanin kathirun ulama'uhu قليل خطباؤه وإن بعدكم زمانا كثير خطباؤه والعلماء فيه قليل. Dieser ehrenwerte Sahabi Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte: Ihr befindet euch in einer Zeit, in der die Gelehrten viele sind und die Prediger wenige. Jedoch nach euch wird eine Zeit kommen, in der die Prediger viele sein werden, jedoch die Gelehrten wenige sein werden. So ist es an uns, dass wir uns an die Gelehrten halten und den Gelehrten folgen, und nicht
an die Prediger und den Predigern folgen, die uns abhalten vom Weg der Gelehrten und die eine Barriere sind zwischen den Jugendlichen und sie sind eine Barriere zwischen der Allgemeinheit der Muslime und der Gelehrten. Al-Allama al-Fawzan, Hafidahullah, sagt weiter: Heutzutage, wenn jemand etwas begehrt, so sagt er, diese Person hat eine Fatwa gegeben über diese Angelegenheit. Und er betrachtet nicht die Beweise vom Koran und von der Sunna. Wenn du ihm sagst, diese Fatwa ist falsch, so sagt er, dies ist kein Problem für mich. Diese Person hat Fatwa gegeben. Auch wenn diese Fatwa und wenn diese Fatwa seiner Neigung nicht übereinstimmt, so sagt er, diese Fatwa, die ist nicht korrekt. Diese Fatwa ist streng. Und so sammeln sie viele Schwindeleien und Fehler von den Gelehrten und sammeln dies in einem Buch. Und dies hat Al-Qardawi getan in seinem Buch Al-Halal wal-Haram, das Erlaubte und das Verbotene. Und das, dieses Buch hat Al-Allama al-Fawzan widerlegt. Und wie Al-Qardawi, der alles Mögliche an Verboten als Halal erklärte. Er hat viele Verbote für erlaubt erklärt, gemäß seinen Neigungen, mit dem Anwenden von Scheinargumenten. Und sie tun dies. Sie tun dies, um es den Menschen zu präsentieren, als Bereicherung und als Erleichterung für die Menschen. Wenn sie zum Beispiel sagen, Musik ist erlaubt, Gesang ist erlaubt, das Rauchen ist erlaubt, den Bart zu kürzen ist erlaubt. In Europa haben es die Muslime schwierig. Dann kann man schon ein Haus mit Zins kaufen und so weiter. Die Auswanderung ist nicht Pflicht. Viele, viele von diesen Schwindeleien und Lügen über die Religion Allahs, subhanahu wa ta'ala. Sie sagen, die Religion des Islam ist milde, macht es den Menschen nicht schwierig. Wenn man ihnen sagt, legt diese Beweise dem Koran und der Sunna vor, so sagen sie, dies ist die Rede der Gelehrten. Dieser Gelehrte ist größer als der Koran und die Sunna. Oder er versteht den Koran und die Sunna besser. Und dies sind die Folgen von, dass die Leute, irgendwelchen Leuten, die im YouTube Vorträge halten, blind folgen. Von Leuten, von denen man nicht mal weiß, wo sie gelernt haben, wer ihre Schujuch sind. Oder man weiß von ihnen, dass ihre Schujuch abgeirrte Khawarij und Takfiriyun sind. Und sie reden über die Religion Allahs, ohne dass sie von den Gelehrten empfohlen worden sind.
und sie täuschen die Muslime mit ihren Fatawas. Und wer hat ihnen überhaupt das Recht gegeben und die Erlaubnis gegeben, Fatawas zu erteilen und die Meinung zu äußern über alle möglichen Themen? Sei dies über Politik und Geschichte und über Takfir und über Haram und Halal. Ohne dass sie diese Meinungen und Argumente den Gelehrten zuschreiben. Nur weil diese Person einige Jahre hier und dort mal gesessen hat. Allahu a'lam. Wo und bei wem und wie lange. Und von heute auf morgen sind sie Internet-Schuyuch. Wallahul Musta'an. Al-Allama Al-Fawzan sagt weiter: Er erwähnt den Vers von Allah: Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Sie nahmen ihre Schriftgelehrten und Mönche als Herren außer Allah. Sie nahmen sie zu Herren außer Allah. Wenn ihnen gesagt wird, begeht nicht diese Neuerung. Vor den Neuerungen hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gewarnt, so sagen sie: Ja, diese Person hat dies getan. Dieser Gelehrte hat dies getan. Dieser rechtschaffene Person hat das getan. In diesem Land begehen sie dies. Und diese Leute sind rechtschaffene Leute und sie haben Gottesfurcht. Sie haben Furcht vor Allah. Jedoch sagen wir, ihre Rechtschaffenheit und ihre Furcht vor Allah nützen nichts, wenn ihre Taten nicht dem Koran und der Sunna übereinstimmen. Und dass man die Aussagen der Gelehrten und die Aussagen der Diener als eine unbestrittene Angelegenheit betrachtet, ohne sie dem Koran und der Sunna zu unterbreiten, so ist dies vom Weg der Leute der Dschahiliyyah, diejenigen, die ihre Schriftgelehrten und Mönche zu Herren außer Allah genommen haben. Kommen wir zur zehnten Angelegenheit. Die zehnte Mas'ala von den Masail der Jahiliyyah. Es ist dies das Beschuldigen der Leute der Religion, dass sie wenig Verständnis haben und keinen Scharfsinn haben. Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, sagte: Die zehnte Angelegenheit ist das Argumentieren, dass die Religion falsch ist, weil ihre Anhänger wenig Verständnis haben und wenig Scharfsinn haben, sowie ihre Aussage Badi ar-Ra'i, diejenigen, die nicht reichlich überlegten. So sagt Al-Allama Al-Fawzan, Hafidahullah, und dies ist, was Allah über das Volk von Nuh erwähnte, als er sagte: Wa ma naraka ittaba'aka illa alladhina hum aradiluna. Das Volk von Nuh sagte, so wie dies Allah erwähnte: Und wir sehen, dass nur diejenigen dir folgen, die die niedrigsten von uns sind, das heißt, die Schwachen von uns,
Ar-Ra'i, diejenigen, die nicht reichlich überlegt haben. Das heißt, sie haben kein Verständnis. Sie beschimpfen die Anhänger der Gesandten, dass sie kein Verständnis haben, kein Scharfsinn, dass sie nicht weit vorausschauen, dass sie keine Weitsicht hatten. Und viele von den Sündern prahlen damit. Und viele von den Feinden Allahs heutzutage prahlen damit, um sich lustig zu machen über die Muslime und sich lustig zu machen über die Gelehrten der Muslime, dass die Gelehrten der Muslime kein Verständnis hatten und keine Weitsicht. Und sie setzen sie herab mit dieser Lüge, obwohl die Gelehrten der Muslime Leute des Wissens sind und Leute von Verstand. Und es ist kein Zweifel, dass die Gelehrten, die gemäß ihrem Wissen handeln, die besten und vorzüglichsten Menschen sind nach den Gesandten alaihimus salatu wassalam. Und der Vorzug des Gelehrten über den Diener ist wie der Vorzug des Mondes über die Sterne. Und nur diejenigen setzen die Gelehrten herab und beschuldigen sie, dass sie nur kurzsichtig denken und nicht weitsichtig denken, außer diejenigen, die den Leuten der Dschahiliyyah ähneln. Sie ähneln der Leute der Dschahiliyyah. Sie ähneln dem Volk von Nuh, welche die Anhänger der Gesandten so beschrieben haben, um die Menschen von ihnen abzuschrecken. Und heutzutage hören wir dies von den Zungen von diesen Leuten. Sie sagen, diese Gelehrten, es sind Gelehrte von Menstruationsblut und Wochenbett und Gelehrte von den Urteilen. Vom Stuhl, von der Reinigung des Stuhlgangs. Und es sind Gelehrte der Details und der Einzelheiten. Jedoch kennen sie nicht die Realität. Und für sie ist die Realität das Verständnis von Politik und Revolten und Aufständen und so weiter. Und heutzutage sie sagen das Gleiche. Sie sagen, die Gelehrten, sie verstehen nicht die Realität bei uns in Europa. Sie sagen, die Gelehrten, sie wissen nicht unsere Situation hier in Deutschland. Wir wissen, wir sind vor Ort. Wir wissen die Zustände besser als die Gelehrten. Wie damals auch Pierre Vogel sagte, während dem Aufstand in Syrien, als er sagte, wir haben die Leute vor Ort und wir wissen, was abgeht. Und wir brauchen nicht irgendwelche Fatwas von Leuten hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen. So die Anspielung auf die Gelehrten. Und dann beklagt sich Pierre Vogel und die anderen über die Takfiris. Und so weiter. Dabei waren sie die Wegbereiter für die Takfiris und diejenigen, die lange geschwiegen haben über die ISIS, während die Wirklichkeit der Daesh und der ISIS schon lange klar war. Und erst am Schluss, als die Wirklichkeit der Khawarij ganz klar war, erst am Schluss haben sie sich gegen die Khawarij gestellt. Sagen wir gegen die ISIS. Jedoch gegen viele andere der Khawarij sind sie bis heute still
und sympathisieren mit ihnen. Und ebenfalls andere, die sagen, ja, die Gelehrten, sie verstehen nicht die unsere Sprache und so weiter. Sie verstehen nicht, was bei uns läuft. Und ebenfalls sagen sie, dass die Gelehrten ein schlechtes Umfeld hätten, dass die Gelehrten alt sind und die Angelegenheiten nicht verstehen und ihre Studenten ihnen die Sachen eingeben, was sie zu sagen hätten. Und so ist es von der List der Leute der Dschahiliyyah, dass sie die Propheten beschimpften, indem sie ihre Anhänger beschimpften, so wie sie Nuh beschimpften, indem sie sagten, seine Anhänger denken nicht nach und dass sie schwach und niedrig seien. Und so wie sie heutzutage die Anhänger und die Folger der Gelehrten beschimpfen, dass rund um die Gelehrten Leute von Fitna sind, unwissende Leute sind, Juhal, Sa'afiqa und so weiter. Und auch wie Pierre Vogel, der über Imam Obeid al-Jabiri rahimahullah sagte, ein Gelehrter, er sollte besser in den Ruhestand gehen, wal-iyadu billah. Diese Leute, sie haben Hass und Abneigung gegen die Gelehrten, wal-iyadu billah. Kommen wir zur 11. und 12. Angelegenheit. Sie werden zusammen erwähnt. Es ist dies das Stützen auf die falschen Vergleiche und das Abweisen der korrekten Vergleiche. So sagt Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, die 11. und die 12. Angelegenheit. Es ist das Argumentieren mit den falschen Vergleichen, den falschen Schlussfolgerungen, wie ihre Aussage in Antum illa basharum mithluna, ihr seid nur Menschen wie wir, und ihre Ablehnung und ihre Verleugnung von den korrekten Vergleichen, von den korrekten Schlussfolgerungen. Und was diese zwei Angelegenheiten umfasst, nämlich die 11. und die 12., ist, dass sie die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede bei den Vergleichen nicht verstehen. Und dies werden wir jetzt mit Hilfe von der Erklärung von Sheikh Salih Al-Fawzan näher erläutern, was damit gemeint ist. Er sagt, die Vergleiche sind zwei Arten. Die erste Art ist das Vergleichen aufgrund der Ursache. Dies ist sehr gefährlich. So sagt Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, die meisten Menschen gehen in die Irre, weil sie falsche Vergleiche anstellen. Sie begehen falsche Schlussfolgerungen. Und der erste, der den falschen Vergleich benutzte, war Iblis, als Allah ihm anbefohlen hat, er solle sich vor Adam niederwerfen. So sagte Iblis, so wie Allah dies erwähnte, in Surat Al-A'raf, قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Er sagte, ich bin besser als er. Du hast mich aus Feuer erschaffen. Und du hast ihn aus Lehm erschaffen. Nee, du hast Adam aus Lehm erschaffen. Er behauptet, Iblis behauptet, dass das Feuer besser sei als Lehm. Und somit sei er besser als Adam, a.s. Jedoch ist dies ein falscher Vergleich, eine falsche Schlussfolgerung. Denn das Feuer ist nicht besser als Lehm. Vielmehr ist Lehm besser als Feuer.
Denn das Feuer verbrennt und vernichtet, jedoch aus dem Lehm wachsen Pflanzen. Es lässt die Saat sprießen und es befindet sich Gutes für die Menschen. Und würden wir einen Vergleich anstellen, so würden wir sagen, Lehm ist besser als Feuer. Jedoch stützen wir uns nicht auf den Vergleich. Wir stützen uns auf die Auswahl von Allah subhanahu wa ta'ala und auf den Vorzug von Allah subhanahu wa ta'ala. Denn Allah macht, was er will und wählt aus. Und gegen dies gibt es nichts einzuwenden. Denn Allah hat die weitreichende Weisheit subhanahu wa ta'ala. Und ebenfalls die Mushrikun, diejenigen, die neben Allah anderes anbeten, sie wendeten diesen Vergleich an, als sie die Gesandten der Lüge bezichtigten. Sie sagten, in antum illa basharum mithluna, ihr seid nur Menschen wie wir. Sie argumentieren, dass die Gesandten nur Menschen sind und sagen, somit ist ihre Botschaft nicht korrekt. Sie behaupten, dass es nicht möglich ist, dass Menschen Gesandte seien. Und dies ist ein falscher Vergleich. Jedoch hat Allah die Gesandten ausgezeichnet. Er hat sie auserwählt und ausgewählt. Und Allah ist der Allwissende. Er weiß am besten Zustand. Er weiß am besten Bescheid über ihren Zustand, ob sie geeignet sind für die Botschaft. Allah sagte, Allahu yastafi min al-malaikati rusula wa min al-nas. Inna Allah sami'un basir. Allah wählt von den Engeln Gesandte aus und von den Menschen. Wahrlich, Allah ist der Allhörende, der Allsehende. Er weiß, was vor ihnen ist und was hinter ihnen ist. Und darum, als zu den Gesandten gesagt wurde, in antum illa basharum mithluna, turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una, fa'tuna bisultanin mubin. Qalat lahum rusuluhum, in nahnu illa basharum mithlukum, walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadih. Allah sagte über die Aussage von ihnen, ihr seid nur Menschen wie wir und ihr wollt uns von dem abhalten, was unsere Vorväter angebetet haben. So kommt mit einer deutlichen Ermächtigung. So sagten ihre Gesandten zu ihnen, wir sind nur Menschen wie ihr. Jedoch Allah erteilt die Gunst, wem er will, von seinen Dienern. Das heißt, die Gesandten sagten, Allah hat uns auserwählt und uns Vorzug gegeben. Und er hat uns auserwählt, dass wir die Botschaft tragen und übermitteln. Und die Menschen, sie sind nicht alle auf der gleichen Stufe. Von den Menschen gibt es Gläubige und Ungläubige. Es gibt Gesandte, es gibt Gelehrte, es gibt Rechtschaffene, es gibt Unwissende, es gibt Ungläubige, es gibt Sünder. Das heißt, die Menschen haben verschiedene Stufen. Und vom richtigen Vergleich ist es, von der richtigen Schlussfolgerung ist es, dass wir sagen, dass ein Gesandter zu den Menschen ein Mensch ist wie sie, damit er ihnen erklären kann. So wie Allah sagte, قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةُ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا. Sag, würde es auf der Erde Engel geben, die in Ruhe umhergehen würden, hätten wir ihnen einen Engel vom Himmel als Gesandten geschickt.
Das heißt, der Gesandte ist von der gleichen Art wie diejenigen, zu denen er geschickt wird, damit er ihnen die Botschaft übermitteln kann. Und es ist von der Weisheit Allahs, dass der Gesandte der Menschen von den Menschen ist. Und würden auf der Erde Engel leben, dann hätte Allah zu ihnen einen Engel als Gesandten gesandt. Jedoch, sagt Al-Allama al-Fawzan, was merkwürdiger ist von ihrem Rückschritt, dass sie zurückgeblieben sind, dass sie widersprüchlich sind. Und dies ist sonderbar, dass sie es für unmöglich halten, dass ein Mensch ein Gesandter sein kann. Jedoch halten sie es nicht für unmöglich, dass man Steine anbeten kann. Sie halten es nicht für unmöglich, dass Steine und Bäume das Universum lenken und nutzen und Schaden bringen. Und dass man Steine und Bäume anbeten kann, um Hilfe bitten kann. Jedoch halten sie es für unmöglich, dass ein Mensch ein Gesandter sein kann. Und dies ist von ihren falschen Vergleichen. Und in diesem Zustand befinden sich die übrigen Führer der Ungläubigen. Wie die Führer vom Volk von Nuh a.s. und die Führer und Leute von den anderen Völkern, welche die Botschaften verleugneten, weil die Botschaft von Menschen gekommen ist. So sagte Allah subhanahu wa ta'ala über die Aussage vom Volk von Nuh: Ma hada illa basharum mithlukum yuridu an yatafaddala alaykum walau sha'a Allahu la anzala malaikatan ma sami'na bihada fi aba'ina al-awwalin in huwa illa rajulun bihi jinna fatarabbasu bihi hatta hin. Dies ist nur ein Mensch wie ihr. Er will sich über euch erheben. Und hätte Allah gewollt, so hätte er Engel hinabgesandt. Und bei unseren früheren Vorvätern haben wir so etwas nicht gehört. Es ist nur ein Mann, der verrückt ist. So wartet mit ihm eine gewisse Zeit ab. Und ebenfalls Quraysh, das Volk von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sie sagten: أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا, wurde etwa unter uns zu ihm die Offenbarung hinabgesandt? Und dies ist eine durchgehende konstante Regel bei den Ungläubigen, und zwar das Anstellen von falschen Vergleichen, von falschen Schlussfolgerungen. Und die zweite Art von Vergleichen ist das Vergleichen mit der Ähnlichkeit. Jedoch Allah Jalla wa Ala, er wird nicht mit seiner Schöpfung verglichen, weder mit dem Vergleich der Ursache noch mit dem Vergleich der Ähnlichkeit. Mit dem Vergleich der Ähnlichkeit, bei dem die verglichenen Dinge gleich sind. Vielmehr benutzt man bezüglich Allah subhanahu wa ta'ala den Vergleich des Vorrangs. Und zwar sagt man, wenn eine Vollständigkeit für ein Geschöpf bestätigt wird, und was keinen Mangel bei sich hat, so sagen wir, dass der Schöpfer berechtigter und würdiger dazu ist. So wie Allah sagte: وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Und Allah gebührt das höchste Gleichnis, und er ist der Allmächtige, der Allweise. Und gemeint mit der Aussage, Allah gebührt das höchste Gleichnis, ist, das heißt, ihm gebühren die Eigenschaften
der Vollständigkeit. Und ebenfalls sagte Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Und prägt für Allah keine Gleichnisse. Das heißt, vergleicht ihn nicht mit seiner Schöpfung. Denn Allah weiß und ihr wisst nicht. Und die zwölfte Angelegenheit, es ist dies, das Verleugnen des korrekten Vergleichs. Das Verleugnen der korrekten Schlussfolgerung. Und dies ist, dass sie es verleugneten, dass die gesamten Menschen sind, dass sie gleich sind, von der gleichen Sorte sind wie sie. Und sie verleugneten, dass die gesamten, so den Engel, Engel sind. Jedoch ist dies der korrekte Vergleich und die korrekte Schlussfolgerung, welche die Weisheit erfordert und die natürliche Veranlagung erfordert. Und zwar, dass derjenige, der gesandt wurde, von der gleichen Art ist, wie diejenigen, zu denen er gesandt wurde. Und nicht, dass er von einer anderen Art ist. Und was sie zu dem brachte, ist, dass sie unwissend sind über die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede, auf denen die korrekten Vergleiche und die korrekten Schlussfolgerungen aufgebaut werden. Bis hier die Aussage von Al-Allama Al-Fawzan, Hafidahullah. Und ebenfalls die Leute der Neuerungen, sie wenden diese Vergleiche an, diese falschen, verdorbenen, korrupten Vergleiche, und sie folgen ihren Meinungen und sie lehnen die Texte von Koran und Sunna ab, wie die Jahmiyya, die Mu'tazila, die Asha'ira und die Maturidiyya und so weiter von den irregegangenen Gruppierungen. Ihre Vergleiche und Schlussfolgerungen und ihre Meinungen, die sie mit ihrem verdorbenen Verstand gebildet haben und sich überlegt haben, es hat sie dazu gebracht, dass sie die Namen und Eigenschaften Allahs verleugneten oder veränderten. Sie haben die Shafa'a, die Fürsprache, verleugnet. Al-Mizan, die Waagschale, die Strafe im Grab und so weiter. Von diesen falschen Vergleichen ist, dass sie sagen, wenn wir die Eigenschaften Allahs bestätigen, dann würden wir Allah mit der Schöpfung vergleichen. Dann würden wir Allah menschliche Eigenschaften zuschreiben und so weiter. Und dann lassen sie die deutlichen Texte vom Koran und von der Sunna und sie ziehen ihren Verstand der Offenbarung vor. Und so sagte Al-Khalifa Umar ibn al-Khattabi radiallahu anhu, er sagte, wehe euch den Leuten, die ihren Meinungen folgen, denn sie sind die Feinde der Sunnen. Sie waren schwach im Auswendiglernen der Hadithe, so sind sie ihren Meinungen gefolgt, so gingen sie in die Irre und haben in die Irre geführt. Und das heißt, die Leute der Neuerungen folgen bezüglich dieser Angelegenheit ebenfalls den Gesetzmäßigkeiten der Leute der Jahiliyyah. وهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين.